Herzlich willkommen in Hannover, Herr Goyer. Herzlich willkommen in Hannover. Herzlich willkommen in Hannover. Herzlich willkommen in Hannover. Ja, ich hätte eine Frage an Sie. Ich würde Sie ganz gerne fragen. Meine Frage an die CDU wäre... Ja, ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar, bleibt der Euro sicher für uns? Können wir uns darauf verlassen? Und ja... Ich hoffe das für uns nur, dass wir da jetzt nicht nochmal irgendwie einen Wechsel haben oder viel Verlust an unserem Geld haben. Das ist einfach das, was alle beschäftigt, denke ich mir mal. Das Geld soll sicher sein. Wir arbeiten mit ganzer Kraft und Erfolg für die Stabilität unserer Währung. Bitte denken Sie daran, dass die Währung Euro in den letzten Jahren stabiler war als die D-Mark. Dass wir es geschafft haben, stabiles Geld in einem großen Teil Europas gemeinsam zu nutzen, zu einem großen Vorteil für die deutsche Wirtschaft. Denn ganz viele Arbeitsplätze in unserem Land hängen auch daran, dass wir in Länder der Eurozone unsere Waren, unsere Dienstleistungen bringen. Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte, aber ich verstehe natürlich die Sorgen im Hinblick auf die Überschuldungssituation in einer Reihe von Ländern. Und da ist es der Klugheit und Beharrlichkeit von Angela Merkel zu verdanken, dass wir in Europa Solidarität und Solidität miteinander verbinden, dass wir helfen, wenn andere Länder sich anstrengen, ihr Land wieder wettbewerbsfähiger, ihre Haushalte wieder solider zu machen. Also für uns gehören da europäische Solidarität und klare Eigenanstrengung aller Länder, auch in unserem Land, zusammen. Und deshalb sichern wir auf diesem Weg die Stabilität unserer Währung. Ich hätte gern die Frage, wann endlich im Westen mal wieder die Renten erhöht werden. Die Renten sind in diesem Jahr in Deutschland gestiegen, im Westen um gut 2%. Das heißt, die erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, mehr Jobs, aber vor allen Dingen auch steigende Löhne, all das kommt bei den Rentnerinnen und Rentnern an. Die Entwicklung geht so weiter. Wir rechnen im nächsten Jahr dann nur mit einem kleinen Schritt nach vorne, gut 1% im Westen. Aber die Berechnungen weisen jetzt für die Jahre 2014, 2015 auch jeweils Steigerungen von gut 2% aus. Das wäre dann insgesamt eine Steigerung der Renten im Osten wie im Westen, wie wir sie lange nicht erlebt haben. Und das ist gut, dass bei den Rentnerinnen und Rentnern die gute Entwicklung in unserer Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Eine gute Nachricht, daran arbeiten wir weiter. Ja, mich würde gerne mal interessieren, wie Sie sich das vorstellen, dass alle Kinder in diesem Lande die gleiche Chance haben auf eine gute und ausreichende Bildung, ohne einen akademischen Hintergrund zu haben von den Eltern oder sonstige finanzielle Vorteile. Das würde ich mir wünschen und ich könnte mir vorstellen, dass Sie da bestimmt ein richtiges Programm in der Tasche haben, oder? Gute Bildungschancen für unsere Kinder, für alle Kinder in unserem Land, liegen uns besonders am Herzen. Das beginnt bei den ganz Kleinen, mit dem massiven Ausbau der Kinderbetreuung, schon der Kinderkrippen für Kinder unter 3 Jahren, denn dort werden auch wichtige Bildungsschritte getan, mit dem Ausbau der Ganztagsangebote in den Schulen. Wir freuen uns über die tolle Situation auf dem Ausbildungsmarkt, die sich entwickelt hat. Ganz viele junge Menschen machen in diesem Land eine erstklassige Berufsausbildung in Schule und Betrieb. Und wir stecken so viel Geld wie nie zuvor in unsere Hochschulen, schaffen mehr und mehr Studienplätze, damit viele junge Leute auch Chancen auf eine akademische Ausbildung haben. Uns ist ganz wichtig, Zukunft muss unabhängig von Herkunft sein. Mit dem Bildungspaket stärken wir gerade die Chancen der Kinder von Langzeitarbeitslosen, gute Bildung wahrnehmen zu können. Für Christdemokraten weiterhin ein Herzensanliegen. Ich würde Sie ganz gerne fragen, worin unterscheiden Sie sich im Vergleich zu anderen Parteien? Wir, die CDU, trauen den Menschen etwas zu. Das unterscheidet uns fundamental von Linken, Grünen und SPD, die immer noch am liebsten abkassieren, regulieren, die Menschen bevormunden, immer vorschreiben wollen. Nein, wir vertrauen den Menschen. Wir vertrauen unseren Familien, wollen sie unterstützen nach Kräften, aber ihnen nicht vorschreiben, wie sie leben sollen. Das wissen Junge und Alte, das wissen die Menschen in unserem Land selber am besten. Wir vertrauen denen, die in Handwerksbetrieben, in der Wirtschaft Verantwortung für Ausbildung und Arbeit tragen. Wir wollen sie entlasten, beispielsweise bei der Bürokratie, und lehnen deswegen rot-grüne Steuererhöhungen für unseren Mittelstand klar ab. Wir vertrauen denen, die in der Kommune Verantwortung tragen, stärken unsere Gemeinden und Städte. Also das ist für uns Politik der sozialen Marktwirtschaft, Politik nah bei den Menschen vertrauen. Das werden wir diskutieren, auch auf unserem Bundesparteitag
in Hannover. Dafür steht die Politik von Angela Merkel und David McAllister. Damit wollen wir unser Land nach vorne bringen.